Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video auf meinem Kanal. Und endlich ist es soweit. Endlich ist offiziell die Winterzeit in Apex angebrochen. Ich habe es ja im gestrigen Video schon erwähnt, wir haben jetzt sogar schon eine winterliche Lobby und das ist auf jeden Fall ziemlich nice. Aber eine winterliche Lobby ist noch lange kein Indikator dafür, dass die Weihnachtszeit und Winterzeit auch in Apex angebrochen ist, sondern ein neuer bzw. alter Modus, und zwar Winter Express. Und dieser Modus wurde dieses Jahr wiederum neu aufgerollt und der leitet die Winterzeit in Apex offiziell ein. So, meine grundsätzliche Meinung dazu, dass der Winter Express jetzt zum dritten Mal, das dritte Jahr lang da ist, habe ich ja eigentlich schon geäußert. Ich bin nicht ganz so ein Fan von, natürlich freue ich mich trotzdem auf den Modus, aber ja, ich hätte mir irgendwas Frisches, irgendwas Neues gewünscht. Schade. Oder zumindest zwei Alternativen, sage ich mal, dass man einfach ein bisschen Variation reinbringt, aber okay. Ich habe schon gesehen, dieses Event, ich bin nicht so begeistert und viele von euch sind auch nicht so begeistert von diesen Raiders, also diesem Plünderer-Event, was gerade im Gange ist. Auch wenn der Winter-Express-Modus mit dem Event gekommen ist, ist ganz nice, aber trotzdem sind wir alle irgendwie nicht ganz so begeistert von diesem Event. Aber Leute, ich kann es schon mal kurz anteasen. Wenn ihr auch zu der Gruppe gehört, die aktuell ein bisschen enttäuscht von dem Plünderer-Event sind, dann kann ich euch nur sagen, Leute, Kopf hoch, denn das nächste Event nach dem Plünderer-Event wird der absolute Wahnsinn. Die Skins, die Ideen und die Umsetzung. Wow! Aber dazu in einem anderen Video mehr. Kommen wir zum Winter Express. Das ist ein Modus, in dem es zwei Angreiferteams gibt und ein Verteidigerteam. Das Verteidigerteam muss versuchen, den Zug zu halten, wird auch als erstes auf dem Zug spawnen und die zwei Angreiferteams müssen versuchen, den Zug einzunehmen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man ist lange genug für eine gewisse Zeit alleine im Zug oder im mittleren Wagen, wenn die Runde etwas fortgeschrittener ist, oder man ist der letzte Überlebende bzw. überlebende Squad, dann hat man die Runde auch gewonnen. Gewinnt man drei Runden hintereinander, kann man den Sieg nach Hause fahren. Okay, ich glaube, alle haben das Grundprinzip verstanden. Es ist ein mega witziger Modus. Allerdings muss ich eine Sache erwähnen, und zwar, die haben seit dem letzten Jahr eine Kleinigkeit verändert, die ich überhaupt nicht gut finde und die meiner Meinung nach auch diesen Spielmodus absolut unbalanced macht. Aber gut, dazu kommen wir gleich. Starten wir erstmal rein. Let's go! So, ich komme einfach gleich mal auf die Sache zu sprechen, die mich extrem stört. Und zwar, früher war es so, man konnte eine Legende auswählen und dann wurde rechts so ein Loadout angezeigt. Was heißt also quasi, jede Legende hatte spezifische Waffen, die ihr zugewiesen wurden, spezifische Granatenanzahl und so weiter und so fort. Klar, muss man dann natürlich auch sagen, logisch, dann konnte man nicht jede Legende spielen, je nach Loadout zum Beispiel. Keine Ahnung, Bloodhound hatte ein Elektrogewehr und vielleicht, keine Ahnung, eine R99. Was heißt also quasi, wenn man mit dem Loadout nicht ganz so gut klargekommen ist von Bloodhound, hätte man Bloodhound als sein Lieblingscharakter, sage ich mal, gar nicht spielen können. Das ist irgendwo nachvollziehbar, dass es jetzt nicht mehr so ist, aber diese Sache wirft ein riesengroßes Problem auf, dass quasi die Legenden eben kein spezifisches Loadout mehr haben. Oh, krasser Champion, okay. Sondern einfach, ja, die Loadouts sozusagen vorgegeben sind. Man kann zwischen verschiedenen Loadouts auswählen, was auch gleich auf dem Schiff oben passieren wird. Und dann, ja, kann man sich das aussuchen, was man möchte. Und das ist für jeden quasi gleich. Jeder kann zwischen diesen Loadouts, die jetzt angezeigt werden, auswählen. Ich nehme jetzt hier das Angriffsloadout, aber das birgt einfach ein riesengroßes Problem. Diese Loadouts ändern sich, by the way, auch alle Stunde, also das ist ganz gut gemacht. Aber das Ganze hat ein großes Problem mit sich. Oh, hier geht's schon richtig zur Sache. Und der Purpur-Squad, nein! Okay, die haben es einfach bekommen, weil keiner auf dem Zug war. Ernsthaft jetzt? Okay. Das ist ein bisschen RIP. Okay, ich fahre einfach mal als stiller Zuschauer mit. Oh, okay, den Fuse habe ich. Nein, 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 mein Strahl ist auf dem Zug. Okay, Alter, was geht denn hier schon wieder ab? Nein. Digga, du bist ja noch da. Okay, egal, egal. Das Problem ist nämlich jetzt folgendes. Dadurch, dass jeder ein festes Loadout hat und ja, zwischen dieser Loadout-Arsenal wählen kann, ist einfach das Problem, dass manche Champions in dem Modus dominieren und manche einfach gar keine Chance haben. Zum Beispiel eine Lifeline. Eine Lifeline hat in dem Modus keinerlei Vorteile eigentlich. Du kannst weder Teammates wiederbeleben, noch bringt dir das Heilen irgendwie viel, weil du dich schnell heilen kannst. Was heißt, Lifeline ist in dem Modus eigentlich absolut unspielbar und einfach total unnötig. So, das Ding ist halt jetzt, zum Beispiel solche Charaktere wie Caustic
oder Watson. Die können halt in dem Zug absolut dominieren, indem sie einfach die ganze Zeit Gas fallen. Haben wir schon Caustic? Wow, schöner One-Clip. Indem sie einfach die ganze Zeit, da sieht man schon, Zäune und Gas fallen in den Zug rein spammen. Und das ist halt einfach nur noch nervig. Weil diese Legenden halt hier in dem Modus einfach viel zu stark sind. Das muss man einfach ganz klar sagen. So, früher wurde das ausgeglichen damit, dass quasi Caustic und Watson zum Beispiel schlechtere Loadouts hatten. Die hatten einfach schlechtere Waffen, weil ihre Fähigkeiten extrem stark sind. So, und dieser Ausgleich passiert jetzt einfach nicht mehr, weil auch Caustic und Watson die gleichen Loadouts wählen können wie normale andere Legenden, die quasi keine Vorteile haben. Wie zum Beispiel eine Lifeline, die absolut benachteiligt in dem Modus ist. Und das ist einfach nicht gut. Das ist einfach nicht gut, weil dadurch wären einfach solche Legenden viel zu OP. Und das stört mich einfach extrem. Weil jeder nur noch natürlich Caustic, Watson, Rampart spielt, weil sie wissen, ich muss auf den Zug schnell drauf und dich schnell klatschen. Komm her! Okay. Weil sie genau wissen, yo, das sind die stärksten Legenden im Modus. Warum sollte ich was anderes spielen? So wie zum Beispiel Lifeline. Weil es halt nichts bringt. Und bei Lifeline war es halt dann zum Beispiel so, Lifeline war mit ihren Fähigkeiten extrem im Nachteil, aber hatte halt dann dafür die besten Waffen. So von wegen, keine Ahnung, eine Friedensstifter oder eine Eva und eine 301. Mega heftiges Loadout. Und jetzt hat einfach jeder das Gleiche. Und ich sehe es halt einfach wirklich als großes Problem. Nein, du bist ein One-Hit. Okay, nice. Und es macht diesen Modus halt einfach richtig unbalanced. Nice, okay. Wir haben gewonnen, sehr schön. Ja, bin ich ein bisschen enttäuscht, finde ich keine gute Änderung, muss ich einfach ehrlich so sagen. Aber gut, genug ausgelassen, genießen wir den Modus. Trotzdem ist es einfach ein bisschen schade, weil dadurch werden halt solche Legenden wie Lifeline natürlich nie gespielt. Oder welche Legende ist auch noch absolut benachteiligt? Ein Loba, zum Beispiel ein Loba kann in dem Modus auch fast nichts ausrichten. Also, ja, man wird nur noch hauptsächlich Caustic, Watson, Rampart vielleicht sehen. Vielleicht so ein Fuse oder so. Und halt eventuell die Movement-Legenden noch so ein bisschen, weil die halt durch ihr Movement Vorteil haben. Aber ansonsten, ja, solche Support-Legenden, zum Beispiel Gibby, wirst du halt nie sehen in dem Modus. Und das ist halt richtig, richtig schade. Und früher wurde das halt einfach ausgeglichen, indem Gibby das beste Loadout hatte. Die besten Waffen. Oh, hallo. Aha, schade, der geht auf den Zug, okay. Und ja, diesen Ausgleich, den hat man jetzt einfach nicht mehr. Trotzdem kann ich die Änderung irgendwie ein bisschen nachvollziehen, weil dadurch kann man halt seinen Lieblingscharakter, sag ich mal, spielen. Auch wenn er ein schlechtes Loadout hatte, hat er halt jetzt quasi Gleichberechtigung mit dem Loadout gegenüber den anderen. Trotzdem, wie gesagt, ich finde es keine gute Änderung, aber komm, jetzt genießen wir den Modus. So, da drüben ist auf jeden Fall ein Kollege. Ja, der hat auch einen Havoc. Ah, okay. Kannst du mir ein bisschen Rückendeckung geben? Ich würde gerne darüber sippen und den Typen eliminieren. Ja, das ist sehr gut, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Er kriegt sich mit. Korrigiere, es war eine Sie, eine Watson. Okay. Schnell runterdroppen, schnell heilen. So, wieder nach oben. Der kurze Wraith helfen. Leute, geht da vielleicht jemand auf den Zug vom anderen Team oder irgendwer? Okay. Ich dachte gerade schon, wir verlieren den Zug. Das wäre nicht so cool gewesen. Aber ich gehe jetzt auch langsam mal ein bisschen mehr in die Offensive. Hallo Pathfinder. Tschüss Pathfinder. Havoc ist schon geil. Vor allem Havoc im Hipfire ist ziemlich krass, finde ich. So, seid ihr alle da vorne drin oder was? Irgendwie ist keiner da. Hä? Hallo? Lol, oben drauf. Habe ich gar nicht gesehen. Bro, lass mich hoch. Nein. Okay, nice, du bist down. Oh, der Fuse. Ja, genau. Nein. Hallo? Okay. Alter, habt ihr das gesehen? Ich habe 4 Eva-Hits gemacht, die eigentlich auf dem Fuse drauf waren. Und die haben nicht gezählt. Das muss ich mir im Schnitt nochmal anschauen. Aber das war extrem weird. Hä, ich hab den doch... What? Okay. Ich hab den doch absolut gehittet. Aber okay, gut, alles klar. So, komm, wir brauchen noch einmal eine Runde, die wir gewinnen. Und ich gehe mal wieder klassisch, wie ich bin, runter vom Zug. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der Fan, der auf dem Zug campt, sondern ich bewege mich gerne meistens immer so ein bisschen außenrum, guck, wo die ganzen Leute hingehen, versuche die außenrum zu eliminieren und dann, wenn es wirklich brenzlig wird, erst dann gehe ich auf den Zug. Finde ich, macht einfach ein bisschen mehr Spaß. Okay, da landet einer. Das müsste diese Watson sein, ne?
glaube, es war eine Watson. Ja. Mit dem neuen Skin. Oh, da ist jemand. Aber Trick 17B, ich komme zurück. Hi. Ciao. Da hat mein Mate zwar ein bisschen geholfen, indem er schon ein bisschen Damage gemacht hat, aber das war ziemlich nicer Abstauber, weil der Fuse halt safe davon ausgegangen ist, dass ich weg bin und runterdroppe. Aber hier ist ein Pathfinder und der Pathfinder, der macht mir ein bisschen Sorgen. Aber er kommt nicht hier hoch, okay. Wo ist er denn? Ne, das ist ein Krypto. Ah, die Havoc auf Distanz ist manchmal schon ein bisschen schwer zu kontrollieren. Der Rückschluss von ihr ist halt absolut krank. So, aber hier oben dürfte nichts mehr sein. Krypto mit der Drohne, du kannst mich mal. Okay, dann kann ich hier... Halten! Nein, 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 nein. Weg hier. Da war doch noch einer. Aber ich habe dem auch mit dem Hipfire übelst einen Beam verpasst. Okay, ich gehe auf den Zug, ich gehe auf den Zug, ich gehe auf den Zug, ist glaube ich keiner da. Okay. Es ist schon stressig hier, aber es bockt. Es macht ultra viel Spaß. Okay. Hinter mir der Pathfinder. Nein. Nein. Alter. Was geht hier ab? Nein, 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 nein. Hallo, 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 hallo. Okay. Boah, ich dachte gerade, mein Team geht nicht auf den mittleren Wagen. Aber jetzt halten wir. Jetzt halten wir. Komm, 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 komm. Wir holen das Ding jetzt. Wir holen das Ding. Bro, geh weg. Let's go! Okay, nice! Sehr schön. Sehr, sehr geil. Das war ein cleaner Win, würde ich sagen, ne? Das war ein mega cleaner Win. Da konntest du nichts machen, Mr. Caustic, ne? Oh Mann, oh Mann. Ja, wir haben definitiv unseren Champion hier. Wir haben einfach richtig gut als Squad gespielt. Der Caustic bei uns war ziemlich nice. Die Wraith habe ich irgendwie gefühlt nie gesehen. Doch, 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 die hat den einen Fuse für mich angehittet. Und 9 Kills und 2000 Schaden. Kann sich für den Modus sehen lassen. Insgesamt 18 Kills als ganzer Squad. Nice. Alright, Leute. Also, ich fand es auf jeden Fall ziemlich nice. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht, diesen Modus endlich mal wieder zu spielen. Und ich kann es euch gleich sagen, das wird definitiv nicht das letzte Video zu diesem Modus auf meinem Kanal gewesen sein. Wir werden es bald schon wiedersehen, weil ich selber einfach unfassbar viel Spaß an diesem Modus habe. Trotzdem muss ich einfach sagen, ich finde es ein bisschen schade, diese Sache mit dem Loadout, die ich am Anfang erklärt habe. Es macht einfach diesen Modus unbalanced für manche Legenden. Manche Legenden sind in dem Modus ultra stark und manche Legenden sind einfach unfassbar schlecht. Ist ein bisschen schade, deswegen wird es auch nie irgendwie diesen Modus als kompetitiven Aspekt geben, einfach weil es viel zu krass wäre. Und dann würden halt solche Legenden wie Caustic, Watson, Rampart immer dominieren. Du hättest keine Chance mit zum Beispiel einer Lifeline oder so dagegen. Ist ein bisschen schade, dass sie das so geändert haben. Ich hätte es lieber besser gefunden, wenn wirklich jede Legende ihr eigenes Loadout hat. Und da muss man halt quasi die Legende spielen, die die besten Waffenkombinationen hat, damit man halt einfach, ja, ich sag mal, einen vernünftigen Vorteil hat und dann, ja, kommt auch ein bisschen Variation rein. Man sieht nicht nur Caustic, Watson, Rampart auf dem Zug, sondern man sieht halt auch so jemand mal wie Lifeline, weil Lifeline einfach das stärkste Loadout hat, auch wenn ihre Fähigkeiten einfach, ja, keinen Vorteil bringen. Und dann zum Beispiel so ein Caustic, der rennt dann rum mit, weiß nicht, einer Mosambik und einer P2020 oder so. Wäre in meinen Augen einfach viel fairer, wäre viel gebalanceter und würde den Modus meiner Meinung nach aufwerten. Und wir hatten es ja sogar letztes Jahr so. Deswegen kann ich einfach nicht verstehen, warum das so geändert wurde. Also doch irgendwo schon, weil wir jetzt natürlich mehr Legenden drin haben und für jede Legende ein einzelnes Loadout zu erschaffen, ist vielleicht ein bisschen komplizierter, aber ganz ehrlich, es ist halt einfach notwendig. Es macht den Modus einfach sonst ein bisschen unbalanced. Schade. Hätte einfach mehr Variation gebracht, aber okay. Leute, falls ihr den Modus noch nicht gespielt habt, dann spielt ihn unbedingt. Er macht einfach trotzdem sehr, sehr viel Spaß. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, positive Bewertung da lassen. Und wenn ihr weiterhin Bock auf solchen Content habt, dann lasst mir gerne ein Abo da. Ich würde mich freuen und du verpasst definitiv kein Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen zum nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.